In Kinshasa erklingt die Nationalhymne. Die Demokratische Republik Kongo stimmt sich ein auf die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit. Die Hauptstadt putzt sich heraus, doch für viele Menschen in dem zentralafrikanischen Land hat das Jubiläum einen bitteren Beigeschmack. Dieses Land ist nicht mehr so wie früher. Damals hatten wir 3-mal am Tag etwas zu essen, heute nur noch 1-mal. Und das in einem Land, das mit Rohstoffen reich gesegnet ist. Riesige Reserven an Gold, Kupfer, Kobalt und Diamanten lagern in den Böden. Zugleich leben 2/3 der 60 Millionen Kongolesen von gerade mal 1 Euro am Tag. Die von den belgischen Kolonialherren im einstigen Zaire zurückgelassene Infrastruktur verkommt. Die Straßen sind kaputt, öffentliche Verkehrsmittel gibt es kaum noch. Schulen und Universitäten sind übervölkert und verfallen. Bei solchen Studienbedingungen können sich kongolesische Studenten nicht mit ihren Kommilitonen aus dem Ausland messen. Und mit modernen Technologien können wir nicht umgehen. Das Land ist wirtschaftlich auf dem absteigenden Ast. Für die Weltbank zählt der Kongo zu den Staaten mit den schwierigsten Investitionsbedingungen. 1960, im Jahr der Unabhängigkeit, war der Kongo gemessen am Bruttoinlandsprodukt genauso weit wie Kanada, Indonesien, Südafrika oder Südkorea. Im Vergleich zu diesen Ländern sind wir heute 50 Jahre im Rückstand. Korruption und mehrere blutige Bürgerkriege haben das Land immer weiter zurückgeworfen. Von 1959 bis 2006, sogar bis 2008, hatten wir immer wieder militärische Auseinandersetzungen. In diesem gesamten Zeitraum war an einen ernsthaften Aufbau des Landes nicht zu denken. Die ersten demokratischen Wahlen gab es 2006. Die Menschen warten bis heute darauf, dass das Wiederaufbauprogramm von Präsident Joseph Kabila Wirkung zeigt. Thank you.